Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead mit mir, den Kabin. Und wir stehen hier immer noch vor dem Kaufhaus. Und naja, schnacken wir mal nicht lange, war wie jener Rind und versuchen das zu überleben. Ich hoffe, dass es sich. Oh, Alter, da sind aber ganz schön viele. Wisst ihr was? Ich snick die Villa Aimton. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Hoffe ich doch. Wenn ich treffen würde, aber das ist eine ganz feste Luft hier. Christe. Oh, Alter. Ihn willst du haben und kriegst du gleich die ganze Traube. Das sind plus 4. Gut, das ist machbar. Und so kullerter Keks. Oh, guck mal, die lieben sich. Ja, ich sag ja, Katana ist, zieht durch. Ihr zieht durch. Oh, Alter. Alter, sind hier viele. Na gut, wenn ich rauskomme, komme ich raus. Hallo. Ich geb dir mal Lichtzeichen. SOS. Nö, Späße machen und dann hier nie rauskommen. Nö, nö. Sag mal gut Sinn. Was hast du denn für uns? Forschungspapiere, Eisen und Stofffetzen. Naja. Ist jetzt nicht das, was ich mir erhofft habe, aber ist natürlich besser als ja nicht, wa? Der Dude ist. Anscheinend sehen die mich auch nicht. Gut. Habe ich jetzt nicht offen. Aber den. Das ist ja ein Kinderspiel hier. Also wenn man trifft. Oh, das ist ein Zungenmädel. Na. Lass das mal Sinn, Mädel. Du Hopperu. Ich ess mal ein Stück Villa, was, wa? Lieber ist ein bisschen Vorsicht, ja, wa? Als Nachsicht. So. Gut, jetzt habe ich natürlich alle Bäder. Aber wenn ich hier rumtänze, müsste das eigentlich funktionieren. Hey! Ich stand hinter dir. Das geht ja nicht. Du schummelst. Oh, Alter. Naja, ich gehe davon, das ist, weil dunkel ist. Hallo? Uiuiuiui. Ui, ui. Oft dürfen wir sowas nicht machen. Da ist die Robbe. Warte mal, die Robbe, die mache ich aber hier, sneaky picky. Es funktioniert. Essen. Immer schön nach dem Fight was essen. Kann ja nicht schief gehen. So. Ja, unser Tic-Tac ist ja nicht mal so schlecht. Ist natürlich doof, man sieht wenig. Aber es funktioniert. Was soll ich dazu sagen? Wenn funktioniert, funktioniert es. Aber ich sollte jetzt. Ich loote erstmal. Nach getaner Arbeit erstmal ein bisschen looten, wa? Oh, Holz, Nägel, Bretter, die die Welt bedeuten. Das war ja nicht mal so schlecht. Was kriegen wir jetzt? Seile, Bretter, Holz, Nägel. Ja. Gut. Ne, ist besser als ja nichts. Ja, komisch, dass hier so eine Müllsäcke nicht lootmäßig ist. Die Regale sind auch umsonst. Oh, da, das kann ich looten. Das ist bestimmt Munition. Es ist Eisen und Munition. Sag mal. Komm, was soll's. Gut, das ist bloß eine Attrappe. Das kannst du nicht looten. Da ist noch ein Katana. Was ich habe, habe ich. Was ich kriege, weiß ich nicht. Geil wäre ja, wenn die auch unterschiedliche Stats hätten. Moment mal, das habe ich nie nachgeschaut. Das habe ich nie kontrolliert. 17. So, wo ist unser anderer? Kata, 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 Kata. Nö, 17, 17. Also, ich gehe mal davon aus, dass das sich nicht nimmt. Den Knochen schmeiße ich mal weg. Oder? Brauche ich den? Ich weiß es nicht.
Schwere Entscheidung. Oh, Munition, Eisen und ein Schokoriegel. Den gönn ich mir. Benzin, ein Rad und noch andere schöne Sachen. Ich bin jetzt nicht erst ein bisschen vorsichtig, ja. Alles nur für euch. Was? Wo? Ich sehe dich doch nicht, Mädel. Das ist kacke, dass die ihn durch die Wand sehen. Das ist Cheaten. Hallo. Siehst du mich? Es ist ein Bodybuilder. Oh oh. Ich glaube, ich habe den ein bisschen aufgeregt. Ich habe die Kiste da übersehen mit Munition. Hey, fass mich nicht an. No touch it. Was? Moment mal, ich muss mal nachher gleich was ausprobieren. Die Dings hat gefehlt. Dass ich eben halt eine Taste drücke und alt aufnehmen kann. Ich muss schnell was weg. Ich esse was. Ich esse das und dann kann ich die Munition einsammeln. Ich hab's gerochen. Du riechst, Mädel. Alter, du spinnst doch wohl, Mädel. Übrigens, ich habe wieder mal vergessen, die Uhr zu aktivieren. Aber zum Glück ist mir das rechtzeitig aufgefallen. Oh, Alter, was ist denn das für ein Dude? Hey! Der ist ja ein schön flott. Sag mal, kann das sein, dass es... Das ist kein normaler. Warte mal, mach mal hier so Ballermann. Alter Falter. Der hat uns aber massiert. Gut. Ist jetzt auch real. Ich staune. Also die haben schon ein bisschen so Seven Days Style. Die anderen Zombies, die reagieren nämlich gerade nicht. Was für uns ziemlich gut ist. Weil normalerweise hätten die jetzt alle ankommen müssen. Haben sie aber nicht. Und das ist gut. Hallo. Gut, erstmal looten und die Zombies beobachten. So, Stahl, Eisen. Flupp. Und weg. So. Kann ich hoch? Beeindruckt mich gar nicht. Aber das hat mich gerade beeindruckt. Du hast mich trotzdem getroffen. Und schon wieder. Ich treffe den. Also. Ich hab doch ja nichts getrunken. Warum treffen wir denn nicht? So, dann wollen wir mal die nächsten holen. Oh, was nu? Er ist schon wieder von draußen, das ist kacke. Ich will das doch sneaky peeky machen. So, na gut, okay, dann machen wir eben Teil Ballermann, Action und Söhne. Flup, flup. So kann ich das auch machen. Ich lapp mal nach, wa? Ist es der jetzt von draußen gewesen? Ich weiß es nicht. So. Den habe ich erstmal gegens Knie gepisst. Oh, Alter. Und weg ist er. Für was habe ich denn die Munition? Haha, Mädel! Husch! Und husch! Und... Nein, nein! Hilfe! Alter, der Watschelgang, der ist so geil. Ich mag das. Nee, lass mich in Ruhe. So. Ein bisschen Munition haben wir ja noch.
Also loot-technisch mäßig habe ich mir jetzt für ein Kaufhaus ein bisschen mehr vorgestellt. Aber, naja. Ist Apolypse, die werden schon alle rausgeholt haben. Oh, jetzt, ich hätte mal einzeln, naja. Mach mal zu. Hey, no touch it. Okay. Ich sehe da vorne Schuhe. So, warte mal, ein bisschen Munition sparen. Ich weiß ja nicht, wie die nächste Horde wird. Oh, oh. Es ist ein Hopperu. Nein. Hopp. Nein. Und hupf. Daneben. Ich aber auch. Ach, jetzt ist der Villa da. Tö. So, was kriegen wir? Forschung. Was? Ein Forschungspapier? Ist doch der Super-Duper-Dude eben gewesen. Beschiss. So, was kriegen wir hier? Öl. Gut. Was soll's? Ich hab ne Hose. So, was sagt die? Ah. Für kalte Tage. Ist aber warm. Also braucht man jetzt nicht. Das war alles. Ich würde mal sagen, hier sind wir durch. Das ist, ja. Gut, okay. Wir haben jetzt nochmal ein Katana bekommen. Wow, kann man machen. Oh, für schlechte Tage. Aber man verliert ja auch sein Stuff nicht, wenn man stirbt. So, warte mal, ich kann ja mal kurz das Licht ausmachen. Ein bisschen Strom sparen. Hallo. Na, Dude, wie geht's? Bist alleine? Ich sehe, nein. Du bist nicht alleine. Aber das ist die Autobahn da lang? Wie spät haben wir? 13 Uhr. Was ist denn das da? Die laufen manchmal so richtig normal und dann so in der Art, wisst ihr? Das ist sehr, sehr komisch. Merkwürdig. So, das war mein letzter Pfeil. Und der letzte Pfeil ist natürlich dann Nimian. Gut, das heißt, wir müssen in der nächsten Zeit wieder ein paar Pfeile machen. Sag mal, habe ich überhaupt genug Material mit bei? Warum mache ich nicht gleich? Weil ich keinen Platz habe. Das ist natürlich... Warte mal, ich schmeiß die Schuhe einfach weg, oder? Da haben wir wieder unser Problem. Ich weiß wieder nicht, was ich wegschmeißen soll. Machen wir uns einen Kopf, wenn ich damit hier fertig bin. Ja, ja, ist gut. Komm her. Haare schneiden umsonst. Oh, der Schnitt war ein bisschen zu tief. Ich muss mir entschuldigen, ich bin noch in Ausbildung. Ja, komm. Ja, du kommst. Gut, versuchen wir es nochmal. Ich schwöre, jetzt funktioniert das Mädel. Ist. Och, will er schief jagen. Verdammt nochmal. Was soll ich machen? Das Messer zieht durch. Ach, ist das schön. Ich weiß immer noch nicht, was ich wegschmeißen soll. Ich könnte... Nee, kann ich nicht, weil du kannst du bloß am... Ich mach das Grüne hier weg. Was? Wo? Boah. Hab ich jetzt echt aus den Augen verloren. Den Dude. Kann ich auch. Was ist nun los? Da hat sich gerade... Es ist ein Indianer. Und, hörst du was? Kommt er oder kommt er nicht? Ach, Mann. Ach, der hat... Das sah ihm so komisch aus, wie der sich um den Boden gelegt hat. Ich weiß was. Ich weiß was. Ich weiß, ich werde erstmal nach Hause. Und erstmal unseren Stuff nach Hause bringen. Voraussetzt, ich finde den nicht nach Hause. Das war dumm. Ich kann nämlich hier nicht rüberspringen. Es geht nicht.
Gut. Das wäre ein Brüller, wenn ich jetzt nicht mehr hier rübergekommen wäre. Slalom, Baby, Slalom. Ja, wir... Oh mein Gott. Stimmt, deswegen wollte ich gerne Hose. Pfeile. Ich kann nie so... Ach, so ein Idiot, ich brauche doch nie so viele machen. Dann mache ich eben halt so viele. Geht auch nicht. Ich hab doch schon Pfeile. Schmeiß die doch da ruf. Was ist denn das für ein Bullshit? Machen wir hier Bullshit-Bingo oder was? Ach, Mann. Gut, dann schmeiß ich die Knochen doch weg. So. Spiel. Nee, nee. Du bist manchmal komisch. Echt jetzt? Jetzt habe ich die Pfeile weggeschmissen, oder was? Jetzt habe ich 20 Billionen Pfeile gemacht und kann sie nie nutzen, weil Inventar voll. Gut, so, jetzt habe ich das da oben hochgeschmissen. Es läuft. Ist das jetzt bloß... Nee, das kann nicht sein. Das war jetzt so ziemlich dumm, weil er hat nämlich jetzt einen ganzen Arsch voll Pfeile gemacht. Und, gut, ich muss die Hosen wegschmeißen. Und die Schuhe. Ich komme wieder. I'll be back. Jetzt habe ich mich natürlich die ganzen Pfeile weggeschmissen. Was sehr, sehr dumm ist. Und warum nehme ich das Alt 1 in auf? Ich weiß es nicht. Gut, jetzt habe ich die Pfeile soweit aufgenommen. Wem erzähl ich das? Ihr wart ja mal bei. So, die Klamotten. Ach, Kruzifix. Warum schmeiße ich die Klamotten weg? Ich kann doch hier die Knochen wegschmeißen. Und pass auf, die Knochen ist nachher das Wichtigste von allen. Entschuldigung, Schluckruf. Ach komm. Hau ab, du Mistvieh. So, da wo es nicht glatt ist, können wir rennen. Gut, wir müssen demnächst kicken, dass ich eben halt Punkte investiere, dass wir Beton machen können. Das ist das erste Ding. Und Inventar. Das Inventar muss größer werden. Viele größer. Geht ja so nicht. Mach zum Abschluss. Winke, winke. Naja. Zum Glück, ich habe nicht alles an Munition verballert. So, und ich habe auch überlegt, bei uns an der Base, ich wollte ja eigentlich den Außenrand von diesen Weg des Schmerzes quasi umbauen. Das ist aber dumm, weil dann kann ich mich nicht von unserer Hausseite rinschießen. Das ist dann doch nicht so eine gute Idee. Naja. Aber ich hätte gedacht, das ist gut. Ja. Gut. Seidet ihr klärt. So, wir machen uns jetzt erstmal Essen. Und wir könnten eigentlich schon die zweite Etage fertig machen, weil wir haben ja jetzt ein, zwei Mal Baumaterial bekommen. Was habe ich denn jetzt an Forschungsblätter bekommen? Ich kann mir ein gewisses Luke, ich bin deine Mutter, Ding bauen. Ja, das müsste eigentlich reichen. Ich glaube, das hat bloß 150 gekostet, wa? Bloß. Alter, ich kack im Kreis. Oh, Alter, ist das ein Eisenblob? Da! Wow. Und ich muss immer noch erwähnen, also für ein Bärengebiet haben wir hier ziemlich wenig Bären, zum Glück. So, ich hoffe, dass wir... Ach, übrigens, das war ein Update. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das da auslösen tut. Ich hoffe mal nicht. So, unser Weg des Schmerzes. Vor allen Dingen, ich bin gespannt, was das hier. Und ich kann die nochmal upgraden. Nee, ich glaube, der meinte hier den Weg, ne? Ja. Ich glaube, der meinte den Weg. Aber die nicht, weil da fehlt uns Zement. Und ich glaube, ich habe das Rezept noch nicht. Oder, Moment mal.
Ich glaube, wir müssen einfach bloß unseren Tisch aufwerten. Also wir haben den ja schon eben aufgewertet. Ne? So, und da hat sie jetzt das frei gemacht. Jo, und Beton ist... Ich kann das noch nicht mal machen. Ist nicht da. Shit. Aber erstmal wegen hier diese Zündkerzen. Da. Das werden wir jetzt gucken. Das ist da. Das haben wir. Das mache ich. 150. So. Verdammt nochmal, wo mache ich mir jetzt die Zündkerze? Da oben war das. Vor allen Dingen, was brauche ich dafür? Ich hätte gerne eine Zündkerze. Da ist er. Ich brauche Kupfer, habe ich Eisen, habe ich Eisendraht. Wo mache ich denn das? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich muss ich das nochmal aufrüsten, wa? Kann ich das nochmal aufwerten? Ja, kann ich. Drücke RT, was brauche ich? Ich brauche eine Zündkerze und ich brauche diese Platten, um das zu machen. Und bitte. Willst du mich verhumpen? Wie soll ich denn das machen? Ich weiß ja... Oder kann ich das irgendwie upgraden? Dass daraus ein Kombi-Gerät wird? Schmelze und so? Ich glaube nicht, wa? Kann ich das irgendwie upgraden? Werkzeug, Katapultstein. Spiel, wo willst du mit mir hin? Da ist das schöne Lichtschwert. Kann ich aber nicht machen. Kann ich das irgendwie hier so, nee, hier kann ich nichts verarbeiten. Ich habe doch letztes Mal Kalkstein eingesammelt. So, kann ich das vielleicht hier hinten recyceln? Jetzt sieht nicht danach aus. Wie gesagt, ich hab auch... Ach, da ist... Nee, das ist Gummi. Das ist ein Gummi. Hab ich irgendwas... Moment mal, ich muss mal was... kontrollieren. Hab ich. Cooking hab ich. Bauernhof? Ist das neu? Gut, ich weiß jetzt nicht, wie man diesen Draht herstellt. Wahrscheinlich muss ich das leveln. Warte mal, darauf habe ich noch nicht nachgeschaut oder darauf geachtet. Essen? Farm? Nee? Hier. Wahrscheinlich, nee, das kostet 300! Das ist ja Wucher! Das Mining Workshop. Mining. Gut. Ich glaube, das hat hier was mit zu tun. Yep. Ich glaube, das hat hier was mit zu tun. Gut, das heißt, ich hätte erstmal da Punkte drin setzen müssen. Gut. Habe ich nie gewusst? Oder ignoriert? Das kann auch möglich sein. So, ich werde jetzt erstmal unseren ganzen Stuff, den wir nicht brauchen, da oben in Kiste drin machen. Oder werde ich erstmal... Wir werden erstmal das Dach fertig machen. Die nächste Stufe hier. Wände. Wände, sieht das aus wie eine Wandkabel? Nee, erstmal nicht. So. Was nu? Was fehlt nu? Seide, kein Problem. Das machen wir doch. Ich habe jetzt gedacht, dass wir echt jetzt das herstellen können. Das ist ja blöd. Toll. Will enttäuscht. Und die Kiste ist schon wieder voll. Das heißt, ich muss mir eine neue Kiste bauen.
Och, Alter, das wird, sag mal, kann ich das nicht... Ach nee, da hat ja auch was gefehlt. Man kann die nämlich nochmal auf Rüsten. Da fehlt uns das Leder. Was ich auch noch nicht machen kann. Und das ist... Ey, wir kriegen Besuch. Wo kommt das hier rum? Es kommt da hoch. Haha. Und nochmal. Und nochmal. Zack. Es funktioniert. Also unser Test ist schon mal gelaufen. Es funktioniert. Gut. Jetzt muss ich ja doch schon wieder los. Ach, das ist doch alles Kacke. Das ist nicht so, wie ich das machen wollte heute. Kacke. Ich habe gedacht, ich kann jetzt Schwerter und so bauen. Nö. Alle doof. Klappt halt nicht so, wie ich das will. Gut, ich mache jetzt hier eine hin. Das sieht ziemlich gleich aus. Und wenn ich jetzt hier eine hingebaut hätte, nö. Der Aufgang ist ja da. Gut. Ist aber erstmal egal. So, denn mach mal erstmal ein paar Nägel, weil die fehlen mir. Ich nehme gerne die Kiste ein bisschen aufwerten. Habe ich denn noch genug Platz? Ja. So. Das schmeißt mich ein bisschen gerade raus aus dem, was ich eigentlich machen wollte. Aber bloß ein bisschen. Kruzifix! Upgrade. So. Gut, dann schmeiß ich mal erstmal unsere schöne Hülsen drin. Das ist kacke hier. Warum kann ich nicht hier so eine sofort drin Sortierdings? Das ist doch Blödsinn, ist das da. Entschuldigung. Aber jetzt muss ich hier die ganze Kacke sortieren. Wisst ihr was? Wir sehen uns gleich wieder. Ich muss hier erstmal ein bisschen hier sortieren. Boah, das kann hier unten drin.
So. So, und da bin ich auch, Villa. Ich habe jetzt auch soweit alles sortiert, glaube ich. Warte mal, nee, das Essen kommt noch unten drin. Denn ist alles sortiert. Alt oben und unten, ne? Ach, und ich habe was rausgefunden. Wenn ihr große Stacks habt und ihr wollt die alle gleichzeitig reinschmeißen, einfach E drücken und dann Maustaste links, ne? Hat da eben noch funktioniert. Genau. Jedenfalls hat es eben funktioniert. Ich probiere das nochmal. Das hat doch eben funktioniert. Ich hatte nämlich eben hier so viele Stacks und ich habe das immer per Tab gemacht und dann viertelt da das und das hat mir zu lange gedauert. So. Genau. Wenn ihr dann schnell die linke Taste drücken tut und dann eh gleichzeitig schmeißt ihr alles auf einen Schlag rein. Ha! Will da was Neues rausgefunden. So. Gut, das heißt, wir brauchen doch noch mehr Punkte. Ach, hier ist auch noch ein bisschen was drin. Da haben wir ein kleines Problem. Alter, die Kiste ist auch schon wieder voll. Oh Mann. Gut, Punkte. Das heißt, wir müssen wieder in die Stadt drin. So ein Kack. Ich dachte, wir können uns jetzt ein Laserschwert bauen und dann noch ein bisschen Zement, dass wir das hier ein bisschen aufwerten können. Ja, Hustekuchen. Oder Pustekuchen, wie auch immer. Gut. Nee, so schlimm, das ist halb so wild, das kriegen wir schon hin. Dauert eben halt bloß ein bisschen länger. Ja, das hat... will er das selber? Ich habe eine ganze Weile rumprobiert und jetzt ganz zum Schluss habe ich mit E rausgefunden. Immer wenn die Arbeit getan ist. Ich sehe da so einen leichten Faden durchziehen. Wie gesagt, ich habe ja eigentlich vor 20.000 Folgen gesagt, ich würde auch gerne mal gucken, was dahinter ist. Aber das Problem ist, uns ist ein See dazwischen. Aber ich könnte da durch und dann da hinten lang. Aber zeitmäßig würden wir es nicht schaffen. Oh nee, echt jetzt? Oh, ich habe gedacht, ich habe mich festgebackt. Uiuiui. Ui, ui. Gut, wartet mal kurz. Ich muss auch meine Uhr wieder aktivieren. Gut, ich habe mich pausiert. Ich habe diesmal dran gedacht. Mhm.
Nicht wahrscheinlich mit Überlänge. Wahrscheinlich doch. Weil, ehrlich gesagt, ist mir das eigentlich auch tierische Latte. Jetzt ist zur Zeit. Es dauert so lange, wie dauert. Wenn Spaß macht, wa? So, das Schöne ist, jetzt können wir wieder richtig looten. Das Dumme ist, ich weiß immer noch nicht hier mit diesem Draht. Den werden wir wahrscheinlich später, wie gesagt, bauen können. Genauso wie den Zement. Aber dadurch, dass ich, kann ich jetzt ja nicht zeigen, wahrscheinlich den falsch gemacht habe, könnte ein bisschen dauern. Ein kleines bisschen. Aber wir können uns ja auch so verteidigen. Ist jetzt zwar dumm, dass wir jetzt die Munition verballert haben. Aber hey. Das lässt sich alles wieder auffrischen. Ist alles ja kein Problem. Ach, Idiot. Ich habe jetzt auch das Holz und die ganzen Steine und alles reingeschmissen in Kisten. Aber ich habe die zwei Katanas mit bei. Naja, ich habe ja auch zwei Hände. Ja, ja. Das ist nie so richtig durchdacht. Das heißt, ich muss ein bisschen versuchen, wenigstens sparsamer zu sein. Ja. Obwohl, ich habe ja die letzte Zeit mit einem Schwert rumhantiert. Sonst hätte ich ja nicht mehr gehabt. Also sag mal, ist schon ein bisschen besser. So, ich bin hier ganz allein. Hier läuft kein Schwein. Naja, deswegen bin ich auch allein. Wie gesagt, wir werden keine Freunde, Junge. Wenn du das so weitermachst. So, wir waren in den Chaos drin gewesen. Würde ich erstmal sagen, Hochhaus. Wäre wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee. Ja, ja, ist doch gut, Dude. Mädel. Alle Dude. Unser Dude auf dem Dach ist, glaube ich, weg. Yep. Der hat sich verdünnisiert. Sag mal, kann ich darin? Nee, das ist eine Attrappe. Es ist fake. Gut. Da ist ein Dude. Da sind unsere Schuhe. Ich lasse doch hier nicht liegen. Gut, mit den Knochen. Ich weiß nicht noch nie, was wir da machen. Vielleicht ein Totem. So. Gut, ich würde erstmal sagen, wir schnappen uns den. Hallo. Mr. Glatzkopf. Na? Mir fällt so nebenbei ein. Ich hab ein Problem. Ich hab sortiert. Fällt euch was auf? Ich hab nichts zum Essen mit bei. Das heißt, wir müssen vorsichtig sein. Obwohl, die Pilze, die müssten doch eigentlich auch was geben, ne? Können wir gleich mal ausprobieren. Wir werden den noch verjacken und dann werde ich den Pilz essen. Da ist eine neue Map. Dings, da. Die ist aber schon aktiviert. Also gibt es hier auch das als Startpunkt. Wie ungünstig sind das? Wenn du das hier als... Das kann doch nicht Startpunkt sein. Oder das gibt bloß eh in so ein Heft. Und wenn du das eine gesammelt hast, sind die anderen nichtig. Das kann auch Sinn. Jetzt sollte nicht sein. Alter, die haben so ja Balkonse. Das sind ja Kackbalkonse. Hier will ich nicht wohnen. Das ist so genagelt. Wahrscheinlich kommen wir da ja nie rein. Es ist fake. Und es ruckelt. Geschenke. Forschungspapiere. Oder Materialien. Sind zwar Papiere, aber Materialien. Ja, dann ist es eben halt so. Oh, da sind ja auch noch welche.
Ich sag mal so, die Punkte kriegen wir schnell zusammen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Dann müssen wir ja schon Villa zurück. Denn ist ja Villa Horde. Quasi morgen. Mal sagen, morgen, ja, 100% ist morgen Horde. Das geht ja richtig ratzfatz hier. Na komm her, Mädel. Du auch. Na? Ich weiß jetzt nicht, ob die so geflackert haben oder ob ich die suchen kann. Nee. Es hat bloß geflackert. Grafikfehler. Ich mach mal hier die Funze an, das ist ein Dusch da. Da siehst du ja nichts. Warum ruckelt denn das jetzt auch immer so? Da! Ich hab doch mal am Anfang was gesagt von so einem Dude, der so messermäßig schwingen tut. Der ist da. Sag mal, kann ich den vielleicht nach Hause locken? Ich hab da eine Idee. Ich weiß nicht, ob die so gut ist. Weil, wie gesagt, der ist einer, der macht Fernangriffe. Gut, ich mache erstmal den weg. Oder auch nicht. So, jetzt müsste er, genau, das ist nämlich ein Butcher. Und ihr braucht da ja nicht erst Pfeile investieren, weil der wird aussehen wie ein Stachelschwein und bringt tut es so gut wie gar nichts. Na, kommst du? Ich habe jetzt keine Lust, hier alles einzeln zu machen, Junge. Mal ein bisschen anfüttern, der müsste dann hier rumkommen. Ja, ja. Da sieht er, der schmeißt mit Messer, der Penner. Man könnte sich verletzen, Junge. Oh, Alter, das sind zwei. Gut, oder auch drei. Na, jetzt haben wir Party. Gut, oder Butcher, der hat keine Lust mehr. Gut, können wir uns erstmal um die kümmern hier. Hey! Oh, der Butcher ist da. Oh, oh. Hat der... Der hat den hier getöpft. Der hat den kaputt gemacht. Alter, wir müssen echt vorsichtig sein, dass der uns nicht mit dem Messer treffen tut. Weil sonst ist Schüssikowski. So, unser Weg ist da nach Hause. Kommen Sie mal bitte mit. Ich hätte gerne einen Test. Hallo. Hast du mich verloren oder was? Da ist eine Mauer. Wer stellt denn so was hin? Kommst du? Hallo. Mach mal so, dass es geht, Junge. Der kostet all meine Pfeile. Wo ist denn der? Haha. Ich glaube, der ist pissig. Aber so was von. Hallo? Ich schlepp den bis nach Hause. Pass auf, und der bringt es nichts. Und flupp. Haha, daneben. Oh. Ich wollte bloß ein bisschen... Ich hoffe, dass es später für die Aufnahme reicht. Also für eine Nahaufnahme. Haha. Und daneben. Loser. Und das vor der Horde. Ja, Kabi, was machst du denn? Also, ich hab mir heute einen Endboss geholt nach Hause. Dann habe ich eine Horde gemacht. Alle beim Alten. Hey, hey. Werd mal nicht frech, Junge. Wie gesagt, also Pfeile, ich glaube, ich habe letztes Mal fast 50 Stück auf den geschossen. Hat ihn nicht so richtig interessiert. Haha, daneben. Immer noch zum Schluss so einen Rinnen geben.
dass da weht, wo die Musik spielt. Haha. Wenn es so weitergehen tut, ist der schon tot, bevor er ankommen tut. Ja, ja. Oh, oh, das war aber schon knapper. Ich will bloß ausprobieren. Ich hätte den auch unten platt machen können. Ich weiß. Aber so wird interessanter. Und wir wissen, ob unsere Base... Also wenn die so einen Boss aushalten tut, dann ist es lacherhaft. Dann ist es lacherhaft. Gut. Ist jetzt auch nicht mehr so resipativ. Oder was wollte ich jetzt sagen? Ihr wisst schon, zum Vergleichen. Weil er ist ja schon eh zweimal angehittet. Hallo. Beeile er sich. Jo. Also so für so einen Boss ist der ziemlich langsam. Haha, schon will er daneben. Für die Views. Das ist mein neues Haustier. Haha, schon will er daneben. Der ist wirklich langsam. Und vor allen Dingen, woher holt der die ganzen Messer her, die er schmeißen tut? Weil das ist schon ein oder zwei Stück gewesen. Das Schlimme ist, wenn den seinen Kopf explodieren tut, was wahrscheinlich passieren wird, die ganzen Pfeile fliegen durch die Gegend. Oh, und das Schlimme ist, ich muss gerade husten. Entschuldigung. Ich bin hüstlicherweise. So. Er hat uns noch Besuch mitgebracht. Das ist jetzt doch ein bisschen... Oh, oh. Nö. Aber es hat funktioniert. Es war ein bisschen anders, aber es hat funktioniert. Keine Anstrengung. Unsere ganzen Pfeile sind durch die Gegend. So, Tee, ganz schnell. Was habe ich gekriegt? Ein paar Pfeile, will er? Gut, nicht alle. Alter, was hat der denn alt mitgeschleppt? 14 Forschungsmaterialien. Das ist schon nicht schlecht. So. Gut, dann mache ich jetzt erstmal ein kleines Folgenpäuschen und wir sehen uns dann quasi morgen, Villa, wenn das heißt Horde. Da ist ja noch ein Pfeil. Jo, den nehme ich mit. Also, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns morgen, Villa. Selbe Stelle, selbe Welle. Also, Tschüssikowski.